Ich bin. Meister Sashima. Und ich grüße dich in der Anwesenheit und Verbundenheit mit Sanat Kumara, Umata Sat. Wir beide wirken an dem heutigen Abend. Und ich, Sashima, bereite dich nun vor, während Sanat Kumara dich auf allen Ebenen erdet. Weisheit dich umgibt. Spüre tief in dein Innerstes, in deine Seele. Begebe dich mit einem tiefen Atemzug tiefer und tiefer in dein Innerstes. Lasse dich fallen und lasse los. Wir sind gekommen, um dich von Altlasten zu befreien. Und bereits jetzt hat sich das violette Licht, die violette Flamme, um dich gelegt. Und so, wenn du es erlaubst, wirst du nun sanft in den Wogen der violetten Flamme gewogen. Altes wird sanft transformiert. Und du kannst dich wie in einer Wiege ganz fallen lassen in diesen Wogen der Flammen, die heute ganz sanft und doch sehr durchdringend für dich wirken. Ich sehe, dass du so manches trägst, was nicht zu dir gehört. Und so werden wir dich nun auf allen Ebenen reinigen, klären und von alten kristallinen Strukturen befreien, die dir jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dienlich sind. Wir beginnen nun, dein spirituelles Feld zu reinigen und zu klären. Spüre die violette Flamme, wie sie dein spirituelles Feld, deinen spirituellen Körper durchdringt. Alte Verkrustungen löst. Atme tief und gleichmäßig in deinem Tempo, während diese Reinigung geschieht. Und so beginnen wir nun, in deinem mentalen Feld zu wirken und lösen hier alte Glaubensmuster, Denkmuster, Bilder, Erinnerungen, die dir nicht mehr dienlich sind. Das, an dem du festhältst, hat oftmals mit alten Gedanken zu tun, verhärteten Gedanken. Gebe all das, was dich belastet, in die violette Flamme. Spüre, wie altes dahin fließt
zerfließt, zerschmilzt. Und so beginnen wir nun, deinen emotionalen Körper zu durchdringen. Alten Ballast zu transformieren, Energien der Schuld, des Schmerzes, der Trauer. Einsamkeit, der Schwere werden nun transformiert, in dem Maße, wie es gut und richtig ist. Gebe all das, was dich belastet, in die violette Flamme. Und so widmen wir uns nun deinem körperlichen Aspekt, deinem ätherischen Körper, deinem physischen Körper. Auch hier durchdringen wir die Strukturen bis zur Zellebene mit dem violetten Licht, mit der violetten Flamme und transformieren das, was nun transformiert werden darf. Energien des Schmerzes, der Schwere, Schleierstrukturen, Nebel, und so öffnet sich in dir eine tiefere Ebene. Deine Körper wurden gereinigt, geklärt. Und du bist nun bereit, die Botschaft Sanat Kumaras zu empfangen, während ich energetisch präsent bleibe. Anio Hevedodrach. Amin Nuradisan An Anasha. Ich trage die Schönheit
und die Liebe zu dir, allerliebstes Menschenkind. Ich bin Sanat Kumara und ich begrüße dich mit den Tönen der Liebe aus der Wirklichkeit. Betrachte dein Umfeld und erkenne die Schönheit im Detail. Selbst in einem Regentropfen, welcher in verschiedenen Tönen schimmert, fühlst du die Liebe von Sanat Kumara für die Erde. Denn ich bin sehr um das Wohl für deine Erde bemüht und ich kümmere mich um die Energien auf den Feldern, auf den Wiesen, in den Wäldern, im Wasser, in den Städten und auf den Bergen. Überall da begleite ich den Ausgleich, die Balance für Mutter Erde. Und du, mein Menschenkind, du bist heute hierher gekommen, um meine Worte zu hören. Du wurdest gut, sehr gut vorbereitet von Saint-Germain, gereinigt, aufgebaut, um noch tiefer zu fühlen und die Energie meiner Worte aufzunehmen. Denn die Energie hinter meinen Worten berührt dein höheres Selbst. Das höhere Selbst in dir ist die innige Verbindung zu deiner Seele. Und diese Verbindung möchte ich gerne verstärken. Denn je tiefer du deine Seele spürst, umso mehr wirst du spüren, was es bedeutet, mit der Erde verbunden zu sein. Und du wirst spüren, dass du ein Teil der Schöpfung bist. Die Schöpfung ist die Energie der bedingungslosen Liebe aus der Wirklichkeit, welche dich erschaffen hat. Alles auf der Erde trägt Schöpfungsenergie. Und sobald dir dies bewusst ist, erkennst du die Schönheit in jedem Gegenstand und erkennst auch deine eigene Schönheit. Deine Liebe zu dir selbst. Und so lade ich dich ein, mit mir zu tanzen, mit mir auf die schönen Wiesen zu gehen und dort vielleicht ein paar Tiere zu sehen, welche dich einladen, welche dich liebevoll betrachten. Und so beginne mit mir zu tanzen, über die Wiesen, durch die Wälder, zwischen den Bäumen hindurch. Berühre mit deinen nackten Füßen den Boden und spüre, spüre den Boden, spüre deine Erde. Spüre, dass du hier auf der Erde gebraucht wirst, dass du ein Teil davon bist. Erkenne deinen Anteil der Schöpfung in dir und erkenne auch deinen Teil der Wirklichkeit,
den Tropfen des Segens, welcher in dir ruht, als dein Licht entstand. Und so tanzen wir ausgelassen über die Schönheit, erfreut, um die Erde, genießen das Leben, so wie es ist. Denn auch du weißt, dass alles, was geschieht, seine Ordnung hat. Und auch wenn es sich einmal schwierig anfühlen sollte, dass es dennoch wichtig für dich ist, dies zu erfahren. Sobald du dies verstanden hast, wird es dir leicht fallen, auf der Erde zu leben und durch die Dualität zu gehen. Denn das ist deine Aufgabe, die Dualität zu durchleben und dich darin selbst zu finden. Und wie ich sehe, hast du Spaß und Freude an meinen Worten. Und wir tanzen den Tanz der Freude und des Wissens, dass die Liebe von Mutter Erde dich erreicht und dass die Liebe von Sanat Kumara an deiner Seite ist. Mein allerliebster Mensch, denke an meine Worte, wenn du dich einmal schlecht fühlst. Und rufe Saint-Germain, damit er dich reinigt von deinen negativen Energien und Gedanken. Und dann komme zu mir, sodass ich mit dir zusammen den Tanz der Freude, der himmlischen Freude, tanzen kann und du so dein Leben wieder genießen kannst. Es ist alles ganz einfach, wenn du nicht zu kämpfen beginnst, sondern wenn du dich hingibst. Hingibst in den Fluss des Lebens, dann wird dich die Liebe tragen und die Schönheit der Erde trägst du in deinem Herzen. Sie leuchtet wie eine Sonne in dir. Denn es ist dein höheres Selbst, welches die Kraft der Erleuchtung für dich trägt. Und so habe ich voller Freude die Botschaft heute für dich überbracht. Und ich danke Saint-Germain, welcher alles für dich getan hat, um dich zu reinigen. Und ich danke dir, dass du heute hierher gekommen bist und meine Worte gehört hast. An Anasha.